Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir etwas, was ich glaube ich seit 2 Jahren nicht mehr gemacht habe. Und zwar unboxen wir Glossyboxen. Ich habe da kein Abonnement. Die hatten aber jetzt eine Aktion, wo man relativ günstig mehrere Boxen kaufen kann. Wahrscheinlich, damit sie ihre restlichen Produkte loswerden. Und da habe ich zugeschlagen. Und ich zeige euch einmal, wie groß der Karton ist, der angekommen ist. Like, how? Ich bin mit einem Jutebeutel zur Poststation. You can imagine. Also, falls ihr Lust habt zu sehen, was hier drin ist, bleibt dran. Wir fangen direkt an. Let's go. Am Ende des Videos gibt es eine Verlosung. Falls ihr also auch Produkte gewinnen möchtet, bleibt bis zum Ende dran. Und ihr seht schon im Video, was verlost wird. Spannend, ich habe lange keine Verlosung gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Also schaut das Video bis zum Ende. Mann, das Hochheben hat mich gerade zum Schwitzen gebracht. Das war schon Sport. Ich weiß natürlich nicht, ob das Angebot noch existiert, wenn ihr dieses Video hier seht. Aber da das Video relativ zeitnah online kommen sollte, maybe. Ich verlinke es euch in der Infobox. Und zwar hatten sie zum einen so Sets, wo man entweder 5 Boxen, 4 Boxen oder 3 Boxen kaufen konnte. Und das andere war, dass sie 3 Länderboxen hatten. Sie hatten eine Deutschlandbox, eine skandinavische Box und eine Frankreichbox. Und der Gedanke ist halt, dass dann da eben nur Produkte von Firmen drin sind aus diesen Ländern. Die skandinavische Box hat mich total interessiert, aber war schon ausverkauft. Die Deutschlandbox hatte sehr schlechte Reviews, weil da dachte ich mal so, ich gucke so ein bisschen in die Reviews rein und klang nicht besonders gut. Deswegen habe ich die Frankreichbox und ein 4er-Set an Boxen gekauft. Übrigens, schreibt mir gerne, was ihr von diesem Background haltet. Ich sitze gerade auf meinem Bett und da ist mein Bücherregal, obviously. Und ich hatte das Gefühl, maybe für so ein Nicht-Make-Up-Video ist das ganz cozy, aber schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Ah ja, und bevor ihr euch wundert, ich habe natürlich eine Tasse. Heute mal keinen Kaffee, ich habe gerade Tee, weil es schon 17 Uhr ist und dann ist es ein bisschen spät für Kaffee. Mir ist warm, aber ich bin wirklich richtig gespannt, was jetzt in diesen Boxen ist. In dieser riesigen Box ist erstmal nur ganz viel Füllmaterial, wo man sich so fragt, Rudi, musste das sein? Und dann sind hier 2 Boxen drin. Zum einen eine kleine Glossybox. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Glossybox in Pappschachteln mittlerweile verkauft wird. Oder vielleicht war das auch schon immer so. Ich habe einmal Glossybox gekauft und dazu habe ich auch damals ein Video gemacht. Das war nämlich eine Halloween-Box. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass die Boxen so hart waren. Dann konnte man sie wiederverwenden, was ich zumindest getan habe. Wenn man aber, glaube ich, jeden Monat sowas kriegen würde, dann sehe ich das Problem. Auf jeden Fall finde ich deswegen nicht schlecht, dass sie jetzt doch aus Pappe sind. Und das Paket. Ich frage mich, ob der Versand für die günstiger war in dieser Riesenverpackung, anstatt die beiden kleinen Pakete zu versenden. Weil, I mean, come on. Das hätte jetzt echt nie sein müssen. So, ich passe in diesen Karton rein. You see? Hätte ich Kinder, wäre das das perfekte Auto zum Spielen. Also, mit ein bisschen Vorstellungsvermögen. Okay, der Intrusive Thought hat gewonnen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ugh. Es ist nicht wundervoll, wie ich meinte, noch mir ist warm und jetzt... Jetzt ist mir noch wärmer. Ich habe gerade richtig YouTube 2016 Vibes. Mit der Lichterkette, Glossybox, Unboxing. Noch irgendwer anderes oder nur ich? Okay, womit fangen wir an? Ganz ehrlich, ich glaube, ich will die große Box zuerst aufmachen, weil ich will wissen, ob da mehrere kleine Boxen drin sind oder nicht. Was ist hier drin? Ich bin ein bisschen gespannt. Oh, okay. Ich habe keine süße Box bekommen. Ich habe wirklich richtig gehofft, dass eine Box zumindest diese harte Box ist, damit ich sie wiederverwenden kann. Auf den Fotos waren es andere Boxen. Hier sind 4 Glossyboxen drin. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es das 4er-Set ist und die andere Box da die Frankreich-Box ist. Fangen wir doch dann einfach mit der an. Ich hatte auch überlegt, mir die Boxen aufzuheben und einfach jeden Monat eine aufzumachen. Aber dann dachte ich so, naja, maybe ist das aber auch ein spannendes Video für euch. Here I am. Das ist wie so ein Amazon-Paket aufzumachen. Oh mein Gott, da ist noch eine volle Box drin. Oh mein Gott, ich habe mich einfach unnötig beschwert. Ich muss diesen Ring ausziehen, der tut mir weh. Wow! Oh, wahrscheinlich sind die Papierboxen nur das Drumherum, weil die wahrscheinlich so versendet werden sonst. Wie kriege ich die hier raus? Wieso bin ich so unfähig? Manchmal, hallo. Oh mein Gott. Hä? Warum kriege ich diese Box nicht raus? Was mache ich falsch? Ah, got it. Oh mein Gott, Leute, ich habe mich wirklich so unnötig beschwert. Also ich meinte diese harten Boxen, weil die kann man theoretisch wiederverwenden. Und ich würde es auch wärmstens empfehlen, weil man kann sie als Geschenkboxen wiederverwenden, zur Organisation, whatever you want. Finde ich super. Und einen französischen HelloFresh-Gutschein? Ach, weil es die Frankreich-Box ist. Es war auch irgendwie weird, weil irgendwie das Paket hier wurde aus Großbritannien geschippt. Und dann dachte ich kurz, ob ich jetzt Zoll bezahlen muss. Aber es wurde in Polen oder so umgepackt nochmal. Ich weiß gerade nicht. Das war mir auch nicht bewusst. Hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht, ob ich das für meinen Öko-Fußabdruck gemacht hätte. Ich dachte irgendwie, Glossybox wäre ein deutsches Unternehmen. Yep, falsch gedacht. Ich kriege gerade richtig Weihnachts-Vibes. And I'm here for it. Okay, Frankreich-Box. Kann ich dann überhaupt den HelloFresh-Gutschein hier verwenden? I don't know. You can look into it before I look into it. Wenn ich die Box aufbekommen habe. Die riecht gut. Hier ist yours. Oh, manche Reviews haben geschrieben, dass sie die Produkte einfach noch reingelegt haben. Deswegen dachte ich jetzt nicht, dass sie noch so süß verpackt ist, aber sie ist süß verpackt.
ich gucke nicht rein. Ich greife jetzt einfach was. Ich habe nur zwei pinke Produkte schon gesehen, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich greife einfach mal zu dem hier. Actually Handy. Keine Ahnung, was das mit Frankreich zu tun hat. Ist die Firma französisch? Nee, das ist eine UK-Brand. Wollte doch sagen. Ja, keine Ahnung, beschwere ich mich nicht. Das ist von Brushworks ein Set mit zwei Powder Puffs. Und erst war ich ja nicht bei dem Powder Puff Hype dabei. Ich bin immer noch nicht ganz hundertprozentig dabei. Aber ich habe für mich zumindest die beiden Powder Puffs, die ich habe, für mich entdeckt. Mir fiel auf, wenn die eine Spitze haben, nutze ich sie auch definitiv eher als die runden Powder Puffs, die es früher immer gab. Brushwork sagt mir auch was, weil ich bin der Meinung, ich hatte mal Beauty Blender von denen. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, warum das jetzt in der Frankreich-Box drin ist, aber mega süß. Ich sag's euch, wie es ist. Ihr braucht keine vier Powder Puffs. Aber ich find's gut, dass da zwei unterschiedliche Größen sind und ich meine, vielleicht fällt mir noch ein, warum ich so viele Powder Puffs brauche, I don't know. Die sind auf jeden Fall in einer anderen Form als die, die ich schon habe. Die anderen sind Herzform. Mal sehen, wie ich das finde. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das Dreieck an sich sehr spitz zuläuft. Deswegen finde ich, also ganz ehrlich, schon mal voll das gute Produkt. Erstes Produkt hat mich überzeugt. Freue ich mich. Greifen wir erneut rein. Limited Edition Micellar Water with Rosemary Extract von Eclat Skin. Makeup Remover and Cleansing Water. Ich kaufe kein Micellenwasser, aber das liegt eher daran, dass ich immer eins im Schrank habe und immer irgendwie eins geschenkt bekomme oder in irgendeiner Box drin ist oder meine Mutter kauft irgendwie eins und bringt es mir. Also ich habe, glaube ich, das letzte Mal Micellenwasser mit 13 oder sowas gekauft. Aber ich habe immer eins im Schrank, weil manchmal brauche ich das für andere Leute, wenn ich sie schminke und Dinge abmachen möchte oder ne, irgendwie so. Es fühlt sich auf jeden Fall fancy an, dass das so eine sehr basic Verpackung ist und dann ist goldene Schrift. Ich kenne die Firma nicht. Rosemary Extract, keine Ahnung, was mir das bringt. Riecht gut. Aber sehr praktisch. Auch eine süße Verpackung. Mit 100 Millilitern gut, wenn man reisen möchte. Und damit meine ich gar nicht unbedingt für einen Flug. Dafür brauche ich keine 100 Milliliter, aber einfach, wenn ich eine kleine Tasche packe und irgendwo hin muss. Das ist sehr viel kleiner als das von Garnier, was gerade in meinem Schrank ist. Machen wir weiter. Ich glaube, dieses Video würde einfach ewig lang sein. Oder vielleicht packe ich doch nicht alle Boxen aus. Mal sehen. Ist das das, was so gut riecht? Das ist von der Firma Bija Paris. Body Cream with Organic Avocado and Prickly Pearl Oils. Delirium Floral. Ich frage mich gerade, soll das so sein, dass da oben kein Stopper ist? Ist da nicht normalerweise immer so ein Metall-Ding wie bei Zahnpasta? Extrem stark parfümiert. Ich benutze normalerweise keine Bodylotion, die parfümiert ist, aber gleiches Ding. Ich habe irgendwie immer eine im Schrank, weil die irgendwo drin war und die Jahre bei mir dauern, bis sie aufgebraucht sind. Aber die riecht wenigstens gut. Ich mag so fruchtige Düfte nicht. Das riecht nach einem Parfum. Und ich mag es. Finde ich ganz praktisch, wenn man besonders gut riechen möchte. Dann packe ich das manchmal so im Dekolleté-Bereich rauf, weil vor allem auch im Hals und so, weil es warm ist. Verteilt das den Geruch. Jetzt kein Produkt, was ich nachkaufen würde, einfach weil das Produkt an sich nichts ist, was ich viel verwende. Aber ich finde es cool in der Box. Ich frage mich, ob das wirklich die Frankreich-Box ist, weil jetzt zwei Produkte waren zwar französisch, aber das ist nicht das, was online in den Reviews stand, was hier drin wäre. Ich frage mich auch, warum die Produkte dreckig sind. Also auch die Bodylotion war dreckig. Also ob das jetzt vielleicht tatsächlich auch eine Box ist mit Sachen, die... Kann man Glossy-Boxen zurücksenden? I don't know. Ahava Dead Sea Water Mineral Conditioner. Keine Ahnung, was ein Mineral Conditioner ist, aber es ist ein Conditioner für die Haare. 40 Milliliter ist auch eine gute Reisegröße. Wird auf jeden Fall für mich eher ein Reiseding sein. Mit Locken ist das ja eh immer ein bisschen schwierig, ein passendes Produkt zu finden. Ich habe erstmal meine Nase berührt. Ja, das ist auch sehr 2016. Riecht nicht nach so viel. Sieht ein bisschen aus wie eine Naturkosmetikfirma. Falls ihr die Glossy Box abonniert habt, könnt ihr mir mal sagen, ob die Produkte immer so ein bisschen dreckig sind. Ist das normal? Finde ich auch voll das gute Produkt. Aber das finde ich spannend, weil sowas, ich würde normalerweise ja nicht genau dieses Produkt kaufen, weil ich die Firma vielleicht gar nicht kenne. Und deswegen, das mit der Box finde ich schon ganz cool so. Ein Produkt von Lotti Landen. Ich liebe Lotti Landen. Und die kann man nicht mehr in Deutschland kaufen. Und in England, aus irgendeinem Grund, gab es sie auch nie bei Boots oder Superdrug. Ich glaube, die gibt es nur noch online. Ich meine, ich habe 6 Monate in der UK gelebt und ich habe die Firma nicht mehr gefunden. Aber ich liebe Lotti Landen. Aber was hat das in dieser Frankreich-Box zu tun? Das ist eine britische Firma. Das ist das Ready Set Go Setting Powder in Brightening Pink. Well, falls ihr meine Monthly Rotation gesehen habt, dann meinte ich noch so, ja, also ich bin jetzt nicht so der Fan von pinkem Puder. Müssen wir mal ausprobieren. Eigentlich ist es kein Puder, was ich rauslegen würde, weil rosanes Puder ist jetzt nicht so mein Ding. I mean, es passt gut mit dem Powder Puffs. Ist ein richtig süßes, kleines Puder. Ich weiß nicht, ob das eine normale Größe ist. Hier sind nur 5 Gramm drin. Auch mega gut zum Reisen. Gehe davon aus, dass ich das Produkt mögen werde, einfach weil ich Lotti Landen tatsächlich richtig gut finde. Leider kennen wenig Leute diese Marke. Ich bin vollkommen fein damit. Ich finde die Box gerade richtig cool. Waren das schon alle Produkte? Warte. Müssten sein, oder? Ja, okay, das waren alle Produkte. Wollte sagen, es sind doch mal 5. Hä, die Box fand ich richtig, richtig cool. Hätte ich die so in der Mail bekommen, hätte ich mich gefreut. Es fühlt sich gerade richtig falsch an, noch mehr aufzumachen, weil ich mir so denke, hey, ich habe gerade 5 Produkte geschenkt bekommen. Weiß, ich habe dafür bezahlt, aber es fühlt sich halt an, also, oh, ich habe 5 Produkte geschenkt bekommen und jetzt overconsume ich, indem ich noch mehr aufmache. Maybe mache ich jetzt auch nur noch eine auf und dann ist das Video auch nicht so ewig lang und die restlichen, wie viel das tatsächlich auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich sie vergesse, dass sie so irgendwo in der Ecke liegen und ich sie einfach vergesse, dass sie existieren. Machen wir die nächste auf. Ich bin hyped. Ich habe wieder eine pinke Box. Hätte ja auch sein können, dass sie irgendwie Special-Boxen rausgeben wollen. Ich mache jetzt kein DIY-Content, aber ich könnte euch tatsächlich ein Video auch machen mit ganz vielen verschiedenen Funktionen, wie man diese Boxen hübscher machen kann. So auch zum Verschenken.
so viele Optionen. Ich habe Karten bekommen, ich mag Karten. Okay, irgendwas von Catrice wird hier drin sein, weil ich habe eine Catrice-Karte. Dr. Smile, Glossy Box. Dr. Smile will ich nicht unterstützen. Und Kinder Bueno. Vielleicht ist doch nichts von Catrice drin, vielleicht ist das auch nur Werbung. Hä? Was ist das denn für eine wilde Box? Jetzt habe ich die Karte auf. Boah, ist das Finnisch? Google Maps will tell me. Nicht Google Maps. Google Translator. Oh mein Gott, bin ich gut. Das ist tatsächlich Finnish. Ja, finde ich gerade richtig verwirrend. Wo wird Glossy Box überall verkauft? Warum dachte ich, das ist eine deutsche Firma? Und warum habe ich hier Karten in allen möglichen Sprachen? Hä? Aber die hat eine süße Schleife. Ich hebe übrigens tatsächlich wirklich all dieses Verpackungsmaterial auch auf und benutze das wieder. Ich bin eine DIY-Queen, I tell you. Ich zeig's euch nicht, aber ich bin's. Ich greife aber jetzt so von der Seite rein, weil dann kann ich dieses Papier hier nochmal verwenden und reiß es nicht kaputt. That's heavy. Das ist ein Parfum von Avon Persian Sunset. Wow. Hä, hey, das riecht voll gut. Das kommt sogar in einem Glasflakon, voll hochwertig. Mein erster Eindruck war so, boah, voll der gute Geruch. Und ich finde auch, das ist ein guter Geruch, aber es riecht wie ein billiges Parfum. Ich kenne mich nicht so gut mit Parfum aus, aber es erinnert mich sehr an so ein Standard billiges Parfum. Ich weiß nicht, ob die Firma günstig ist und ob ich hier vielleicht falschen Kram erzähle. Aber ich finde es ganz praktisch, dass es in so einem Glasflakon ist, weil das kann man in die Handtasche tun. Und ich meine, besser billig riechen als gar nicht riechen. Okay, das vielleicht nicht, aber vielleicht besser billig riechen als schlecht riechen. Als nächstes haben wir das. Das sieht fancy aus. Was ist das? Black Cherry and Vanilla Body Scrub. Ultra Fruity Body Scrub. Erinnert ihr euch noch, was ich vor 2 Minuten gesagt habe? Aber die riecht wenigstens gut. Ich mag so fruchtige Düfte nicht. Das riecht nach einem Parfum. Die Verpackung sieht cooler aus. Ich bin bei Ultra Fruity raus. Body Scrub finde ich cool. Also, ich muss sagen, ich rieche gar nichts. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so intensiv. Und zumindest wäscht man Body Scrub ja wieder direkt runter. Vielleicht kann ich damit leben, dass es riecht. Irgendwie cool. Ich mag die Verpackung richtig gerne. Ich bin voll das Verpackungsopfer. Worst case übrigens, falls ich irgendwas wirklich gar nicht möchte, verschenke ich es an Freunde, weil ich bin wie eine Douglas-Verkäuferin. Wenn man herkommt, biete ich immer Leuten irgendwas an. Das habe ich letztens schon mal in einem Video gesagt, aber es ist einfach true. Von L'Occitane. Dry Skin Hand Cream. Mega gut. 20% Shea Butter. Die Verpackung schreit auch so ein bisschen, dass es ein natürliches Produkt ist. Finde ich voll gut, weil ich habe derzeit leider super viel Ekzem an meiner linken Hand. I don't know why. Aber deswegen muss ich jetzt Handcreme tragen. Deswegen finde ich das praktisch, weil die kann ich gut in die Tasche machen. Ich glaube, die ist auch nicht parfümiert. Doch, da ist Parfum drin, aber es riecht zumindest nicht stark. Mega gut. Was ist als nächstes drin? Ich frage mich, ist da immer Make-up drin? Kommt jetzt Make-up? Da ist Make-up drin. Ist da immer Make-up drin? Also ist da immer irgendwie so 3 Pflegeprodukte, 2 Make-up-Produkte? Bin nicht gut informiert. Tatsächlich ist da doch was von Catrice drin. Und zwar der Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick Matte in der Farbe 060 I Choose Passion. Den werde ich jetzt nicht auftragen und auch nicht aufmachen, weil ich sehe jetzt schon, dass die Farbe mir nicht gefallen wird. Liquid Lipsticks sind nicht mein Ding und der ist sehr, sehr kühl, sieht sehr lila aus. Werde ich nicht tragen. Warum sollte ich ihn jetzt dreckig machen für irgendwen anders? Ich werde den verschenken. Vielleicht will den irgendwer von euch haben. Schreibt mir gerne. Vielleicht packe ich den in Verlosung. Ich werde es nicht verwenden. Verschwendung. Da wird sich irgendwer mehr drüber freuen. Und, da ist wirklich ein Bueno drin. No way. Warte mal. Also, ich finde es unglaublich verwirrend, aber ich beschwere mich nicht. Warum ist da Essen drin? Aber sag mir nicht, das ist das 5. Produkt. Ich meine, vielleicht dann doch gut, wenn ich die Boxen jetzt auch mache. Ey, ich liebe Kinder Bueno, ne? Aber ein bisschen verwirrend. Ist da jetzt noch was drin? Warte mal. Doch, da ist noch was drin. Ich hätte, oh mein Gott, ich hätte fast die Box zur Seite geschaut. Also war das nur ein Plus? Ja, genau. Okay, das Bueno war nur ein Plus, dann beschwere ich mich nicht. Kennt ihr das Coconut Baby on Instagram, was immer mit der Mutter backt und das Baby ist immer so, Ich fühle mich immer wie dieses Baby. Das ist von Ciate. Ciate. Dewy Blush Glossy Cheek Tint. Sheesh, yes. In der Farbe Papaya. Können wir darüber reden, wie hübsch das Packaging ist? Also ich meine, das Produkt ist mini, aber das Packaging ist ja mal richtig hübsch. Ich will sehen, wie es aussieht. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Mini. Ja, okay, das ist definitiv eine Probe. Also so sehen Ciate-Produkte normalerweise nicht aus. Ciate. Es müsste Ciate heißen, oder? Hä, Glossy Cheek Tint bin ich ja voll drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe so oder mehr so aussieht, aber ich finde beide Farben hübsch. Okay, es ist die Farbe. Finde ich hübsch. Mega niedlich, wie klein der ist. Ist zwar eine Probe. Oh, ich wusste auch nicht, die sind PETA-approved. Das ist ja mega. Gleiches Ding. Mega zum Reisen, aber auch als Tester. Ich bin sold. Freue mich darüber richtig. Und das Kinder Bueno ist ein sehr nettes Plus. Leute, die Box ist mega. Das Einzige, was mir so gar nicht gefällt, ist im Prinzip das von Catrice. Come on, das kostet 3 Euro oder sowas. Also das ist jetzt echt nicht dramatisch. Ich glaube, mein Highlight aus der Box, die Handcreme und der Blush. Wow. Wisst ihr, wofür die Boxen auch mega gut sind? Gewinnspiele. Just saying. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Box. Jetzt bin ich richtig hyped, okay? Ja, ich bin im Rausch. Die Box sieht special aus. Ja. Yeah. Wisst ihr, wie ich vorhin noch so meinte? Ich hoffe, dass eine Special-Box irgendwie drin ist. Ich gucke mir diesmal die Karten nicht an, damit ich mich hoffentlich nicht spoilern lasse. Die Box ist richtig hübsch. Und es freut mich, weil die packe ich dann zum Beispiel in meine Make-up-Collection. Und dann kann ich das auch gut farblich unterscheiden. Das ist für mich praktisch sogar, wenn die unterschiedlich aussehen. Das ist eine volle Glossy-Box. Also erstmal, wie süß ist denn bitte das Innere von dem Deckel? Mega, mega hübsch. Und auch mit dem Summer Beauty. Ich liebe sowas. Und das Papier ist sogar blau. Ich freue mich über so Kleinigkeiten. Ich überlege mir gerade, ein Glossy-Box-Abo zu machen. Scherbens
Peeling Fußmaske. Ich halte nicht so viel von Schiebmasken. Also ich finde sie angenehm, aber sie sind halt umwelttechnisch. Ne? Ich weiß nicht, ob ich eine Fußmaske brauche. Keine Ahnung. Mein Diabetologe wäre wahrscheinlich stolz auf mich. Und ich glaube, das wird sehr angenehm sein, wenn man zum Beispiel einen Tag in hohen Schuhen war. Kein volles Flop. Hätte ich mir wahrscheinlich niemals in der Drogerie selber gekauft. Aber finde ich ganz spannend. Das hier ist zuerst in meinen Blick gekommen. Das ist von Barbour. Cream Performance Awakening Eye Cream. Ich glaube, das ist auch ein Full Size. Ich weiß nur, Barbour ist teuer. Ich finde es richtig gut, die haben die Inhaltsstoffe hinten gelistet und dann immer, was das macht. Also sowas wie, das macht die Haut softer. Und ich sehe zum Beispiel, hier ist Mica und Tinoxide drin, was bedeutet, dass in der Creme selber, wenn man die aufträgt, wahrscheinlich Licht reflektiert wird. Deswegen Awakening Eye Cream. Also im Prinzip wie ein Under Eye Brightener, ganz gut vor dem Make-up. Ich habe tatsächlich angefangen, Augencreme zu benutzen. Primär auch wegen Ekzem. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich die vertrage. Aber wenn ich die vertrage, finde ich das auf jeden Fall ganz gut. Und da ist kein Parfum drin. Mega. Ich will wissen, was für Make-up-Produkte drin sind. Okay, ich habe sogar tatsächlich ein Make-up-Produkt gezogen. Ich gucke zwar rein, aber ich sehe die Box so. Also deswegen sehe ich nicht, was drin ist. Appeal Gel Lip Liner Naked. Auch Peter approved. Eine britische Firma. Ich kenne die Firma Appeal nicht, aber die Farbe finde ich richtig gut. Machen wir mal auf. Autsch, ich habe einen Nägel von geschnitten. Jetzt sind die so kurz, dass ich nichts öffnen kann. Der ist wirklich sehr, sehr weich. Die Farbe ist definitiv etwas mehr orange, als ich es jetzt erwartet habe. Formulierung aber sehr, sehr weich. Dadurch, dass er sehr peachy ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich den tragen werde. Muss ich mal schauen. Aber das kann ich zur Not anspitzen und dann ist er auch wie neu. Wir gucken gleich mal, ob der antrocknet. Aber sonst so vom Auftrag super, super weich und glidy. Als nächstes Floss. Ich hoffe, es ist keine Zahnseide. Es ist ein Highlighter. Falls ihr das nicht verstanden habt, den Joke, weil Floss ist das Wort für Zahnseide in Englisch. Brighten Up Highlighter. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, weil die Schrift rosa ist, dass das ein leicht rosaner Highlighter ist. Aber die Farbe ist Sunlit. Light Champagne with Ultra Fine Gold Pearl. Cruelty Free and Vegan. Woman Owned Company. Klingt alles mega, aber ich mag keinen goldenen Highlighter. Packaging von dem Highlighter finde ich sehr süß. Es ist zwar Plastik, aber ich finde es irgendwie trotzdem niedlich. Aber das ist mir eindeutig zu golden. Also er könnte auf meiner Haut funktionieren. Ich habe, glaube ich, genug goldene Highlighter, die ich doch nicht verwende. Mega sad. Ich gehe mal davon aus, dass ich den verlosen werde oder verschenken werde. Falls ich meine Meinung die nächsten Tage ändere, okay. Aber ich verwende goldenen Highlighter nicht. Ich habe so viele mehr Highlighter, die ich eher verwenden würde als das. Aber ich finde es ein mega Produkt. Also andere Leute würden sich bestimmt drüber freuen. Ziehen wir das nächste. Von Foamy, eine feste Gesichtsreinigung für normale und Mischhaut. Finde ich mega gut, weil ich Foamy richtig gerne mag. Ich mag gerne feste Duschprodukte und eine feste Gesichtsreinigung habe ich noch nie getestet. Finde ich aber auch sehr praktisch für den Gedanken, falls ich reise, weil dann hat man weniger Flüssigkeiten im Flugzeug. Wahrscheinlich werde ich die auch dafür aufheben, dass ich sie einfach auf dem Flug mitnehme. Aber finde ich mega praktisch. Wir haben noch ein großes Produkt mit einer coolen Verpackung. Body Lotion Coconut. Fun Fact about me, ich hasse Kokosnuss. Also wirklich, finde ich ganz widerlich. Bubble Tea, Bath and Body, Coconut, Hydrate Your Skin, Body Lotion, bla bla. Ja, die kann direkt zu irgendwem anderen außer mir. Aber die hat noch dieses Metallsiegel. Oh mein Gott. Oh, das riecht richtig nach Kokosraspeln. Ich glaube, würde ich Kokosnuss gut finden, fände ich das richtig geil, aber no, not for me. Mir fällt gerade auf, wie süß eigentlich auch die Idee wäre, alles, was ich nicht nutzen würde, in eine Verlosung für dieses Video zu packen. Hätte ich total Lust. Ich glaube halt aber, dass das Video wieder so wenig Leute gucken, dass eine Verlosung keinen Sinn ergibt. Weil wenn nur zwei Leute irgendwie bei der Verlosung mitmachen, dann ist der Sinn der Verlosung nicht wirklich da. Aber maybe einfach für jemanden, der sehr aktiv auf YouTube ist. Das war alles aus der Box. Ich fand die Box für mich nicht so toll. Aber ich sehe schon, wo so, das ist eine Sommerbox, ne? Was für die Füße, Highlighter, Glowy, Coconut und so. Ich sehe das schon. Nicht so meins. War nicht meine Favorite Box. Wir gucken mal ganz kurz, ob der Lip Liner trocknet nicht an. Der ist also nicht long lasting. Schade. Die Box ist schwer. Okay. Die Box hat keine Box drin. Interesting. Also das ist tatsächlich, wie manche Leute in den Reviews geschrieben haben. Ich greife einfach mal rein. Ein Pinsel. Nuvia 218 Glow Pro Brush. Hey, ich liebe Pinsel. Ihr wisst es, glaube ich. Der ist richtig weich. Und der hat so eine Form, die ich richtig gerne für Dinge verwende. Vielleicht nicht für Highlighter, aber so für Puder oder sowas. Oder sogar vielleicht für Blush. Der ist nicht ganz, ganz fest. Deswegen könnte das sogar funktionieren. Hey, mega. Voll der süße Pinsel. Nice. Was ist das? Spectrum Rockin' Glam. 140 Smoky Shader. Ist das auch ein Pinsel? Ja, keine Ahnung. Machen wir mal auf. Bin hier für Überraschungen. Ist das jetzt ein Kajal oder ein... Oh nein, es ist ein Pinsel. Also zwei Pinsel in einer Box finde ich interessant. Ist ein extrem weicher Pinsel. Die Form ist ganz gut für Lidschatten. Der ist so weich, dass man damit vielleicht auch locker ausblenden könnte. Überlege ich mir, ob ich den behalte. Ich habe sehr viele Augenpinsel. Ich finde es schön, wie über das Video jetzt die Idee kam, eine Verlosung zu machen. Und ich glaube, ich habe das jetzt für mich entschieden. Ich mache hier raus eine Verlosung, Leute. Okay, da ich sehe was Großes. Das wird wahrscheinlich
sogenannte schwere Produkt sein. So, tell me what you are. Oh, funny. Das schwere Produkt ist ein Intime Easy Shave Gel. Ja, das, was da hinten drauf steht, kann ich euch nicht vorlesen, weil das ist in Schwedisch, Finnisch und Niederländisch oder Dänisch. Ich meine, cooles Produkt. Ich glaube, dass ich es nicht unbedingt brauche. Auf der anderen Seite kann ich es auch für meine Beine verwenden. Dafür fände ich es vielleicht dann wieder praktisch. In gewissen Regionen durch Irritierung mache ich keine Nassrasur. Dementsprechend brauche ich es dafür nicht. Finde ich aber ein cooles Produkt in so einer Glossybox. Habe ich nicht erwartet, finde ich aber cool. Mein Tee ist leer und wir haben was weiteres von Brushworks. Sculpt Massaging Brush. Ich habe tatsächlich eine mir in der UK gekauft. Von einer anderen Firma, sieht aber genauso aus. Das werde ich dann wahrscheinlich auch verschenken, weil man braucht keine zwei davon. Ist das ein Lidschatten? Ich finde es als Lidschatten hübsch. Das ist von Sandstone. Es sieht einfach aus, das Logo sieht einfach aus wie Stepstone. Infinite Summer Bronzer in 23 Summer Glow. Ich kenne die Firma nicht. Das Packaging gibt mir so ein Euro-Shop-Produkt. Als Bronzer finde ich die Farbe recht dunkel, aber als Lidschatten könnte ich es mir gut vorstellen. Weil das wie ein relativ neutrales Braun aussieht. Also wäre vielleicht auch ein hübscher Bronzer für jemanden, der dunkler ist als ich. Das Packaging ist auf jeden Fall sehr günstig. Das fühlt sich so an, als würde es schnell kaputt gehen. Finde ich aber wieder interessant, eine Firma, die ich nicht kenne. Was haben wir hier noch? Leute, das hier ist also kleines Kind Weihnachten für mich. Als Kind hatte ich nie eingepackte Geschenke, weil meine Mutter meinte, das ist Papierverschwendung. Das heißt, ich hatte nie diese Experience von, oh mein Gott, ich weiß nicht, was da drin ist. Und so fühle ich mich gerade. Als würde ich meine Kindheit nachholen. Das ist von La Splash oder La Splash Cosmetics Moonlight Glow Face Palette. Ich kenne die Firma nicht, keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, ob das eine US-amerikanische, UK oder spanische Firma ist, weil da drei Adressen draufstehen. Cruelty Free auch. Ich weiß nicht, ob Glossybox generell Cruelty Free ist, aber ich finde es super. Four Shades Face Palette. Blush, Blush. Contour Setting Powder. Warum heißt sie dann Moonlight Glow? Okay, eine Sekunde. Ich muss sie einmal aufmachen. Ich finde das Packaging auf jeden Fall richtig hübsch. Wie süß. Das gibt so ein bisschen Colourpop, weil die auch immer sich so Mühe mit dem Packaging machen. Finde ich richtig niedlich. Das ist die Palette. Ihr seht die gerade vor mir. Also ich habe sie noch nicht angeguckt. Beauty is like the moon in the midnight sky. Ich finde das richtig süß auch mit dem Spiegel gemacht. Ja, also ich weiß zwar nicht, warum sie Moonlight Glow heißt, weil hier sind zwei Blush drin. Setting Powder und eine Contour, die ich eher als Bronzer definieren würde. Ich finde den pinken Blush richtig hübsch. Und dafür, dass die andere Farbe Celestial Peach heißt, ist das für mich einfach nur ein Rot. Wir gucken mal. Boah, die Puder sind richtig weich und richtig krass pigmentiert. Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist doch kein Rot, das ist tatsächlich ein Peach. Sieht ein bisschen aus wie so ein Guaven-Peach. Die Kontur ist für mich immer noch ein Bronzer, aber richtig schön leicht. Ich dachte, das wäre jetzt so ein sehr starker, orangener Bronzer, aber es sieht richtig schön leicht aus. Und das Pink ist ja mal ein Traum. Die sind auch nicht ganz matt, die sind so ein bisschen satin. Ich glaube, ich möchte sie behalten. Frag mich, ob das jetzt wieder sowas ist, so ich behalte und dann verwende ich es nicht so wirklich. Ich muss die Firma gleich mal googeln. Ich habe keine Ahnung von der Firma, aber ich finde das Produkt irgendwie richtig cool. Also die Firma hat 550.000 Follower auf Instagram, also ist anscheinend nicht klein. Ja, Leute, keine Ahnung, warum ich diese Firma noch nie gesehen habe. Ich finde das Packaging richtig süß. Ich bin gerade richtig gespannt, die Palette zu testen. I'm so sorry. Ich hatte gerade wirklich was schon sehr nah, einfach zu sagen, ich verlose sie, aber jetzt, ich bin sehr gespannt. Tatsächlich interessiert mich jetzt auch richtig dolle der Blush, wo ich dachte, es wäre rot, weil ich habe das Gefühl, dass ich diese Farbe nicht in einem Blush habe. Ist hier noch was drin? Oh ja, James Reed Gradual Tan. Bräunende Schlafmaske Körper. Anscheinend soll man sich die Bodylotion aufmachen, schlafen gehen und dann ist man gebräunt. Ich habe noch nie Self-Tanner verwendet, keine Ahnung. Aber ich meine, ist ja generell erstmal ein interessantes Produkt. Oh mein Gott, ich wollte die Box schon wegtun, aber da war noch ein Produkt drin. Hier ist noch ein Make-up-Produkt und zwar von der Firma Note. Mineral Lip Gloss Coral Seaweed Vitamin E in der Farbe 02 Blondie Pink. Auch super witzig, dass sie Blondie Pink schreiben und dann ist das Farbding ins Rot. Ich kenne die Firma nicht, aber das fühlt sich wieder richtig nach so richtig billigem Make-up an. Ich weiß auch nicht, warum das Blondie Pink heißt. Das ist ein richtig schöner Ton, also so ein Guavenrot. Nicht Blondie Pink. Ich weiß auch nicht, was ein Mineral Lip Gloss ist. Sorry, da bin ich raus. Ich gehe mal davon aus, dass das so ein bisschen naturkosmetikmäßig sein soll. Riecht ein bisschen nach Vanille. Ist das nicht ein Lipgloss? Das ist der Swatch. Ja, Leute, das ist ein Full-Coverage-Lipgloss. Das habe ich nicht erwartet. Die Farbe ist richtig hübsch. Werde ich austesten. Die Farbe kann ich mir an mir vorstellen. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich dachte nicht, dass da so viel Pigment drin ist. Ich glaube, ich werde die ganzen Firmen, die ich nicht kenne, gleich googeln, weil es ist voll spannend. Neue Kosmetikfirmen zu entdecken, finde ich mega spannend. Hä, die Box war mal ein voller Erfolg. Da waren mehr Produkte drin und einfach keine Box. I mean, I take it. Wir sind bei der letzten Box angekommen. Ich bin gespannt. Das macht richtig Spaß. Mein inneres Kind ist so glücklich. Da ist noch mal eine fancy Box drin und die ist richtig hübsch. Oh mein Gott, oh mein Gott, I am incredibly happy. Und ich habe so viel Papiermüll hier. Wie hübsch ist diese Box? Wow, wow. Ich weiß nicht, warum überall Spring Awakening steht, also ob das jetzt einfach so ein Ding ist. Es ist wieder eine skandinavische Box. Aber Leute, die skandinavischen Boxen waren mega gut. Die Box riecht floral. Spring Awakening. I am here to be awakened. La Roche-Posay. Soll ich das wirklich versuchen? Gibt es das auch auf Englisch oder? Ja,
Protective Soothing Moisturizer. Kein Alkohol und kein Parfum. Suitable for Babies heißt immer suitable for us, finden wir super. Hier steht es auch nochmal auf Deutsch. Beruhigende, schützende Feuchtigkeitspflege, empfindliche Haut. Okay, hä, mega. Hier steht auch, dass man das bei juckender Haut und empfindlicher Haut machen kann. Also für mich im Prinzip perfekt mit meinem Eczem. Ich weiß nicht, ob das eine Full Size ist, weil das ist ganz schön klein. Das sind 15 Milliliter, aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass das sehr, sehr reichhaltig ist und dann eben nur punktuell aufgetragen werden soll. Werde ich ausprobieren. Machen wir weiter mit... Oh, eine Lidschattenpalette. Bella Pierre Cosmetics. Die sagt mir was. Die sind manchmal bei TK Maxx und ich glaube, das ist auch eine eher günstige Firma. 4-Color Eyeshadow Palette Purple Storm. Packaging fühlt sich wieder richtig billig an und ich mache meinen Nagellack kaputt, den ich vorhin erst aufgetragen habe. Warum kriege ich die nicht auf? Hä, Bruder? It shouldn't be that hard to open an eyeshadow palette. Ich kämpfe gerade mit dieser Lidschattenpalette, ungelogen. Okay, wisst ihr was? Ich mache sie euch nicht auf. Das ist die Lidschattenpalette. Vielleicht kann ich sie auch niemals öffnen. Ich glaube, ich habe nie was von der Firma getestet. Generell muss ich sagen, also ich finde den Ton sehr, sehr hübsch. Ich finde die Brauntöne sehr, sehr nah aneinander. Also beide relativ dunkel. Ich weiß nicht ganz, was ich von dem Purple halte. Dafür, dass diese Palette Purple Storm heißt, ist da wenig Purple drin. Eigentlich hübsch. Farbauswahl finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich kann sie euch aber gerade nicht swatchen, weil ich sie nicht aufkriege. Das kann es doch nicht sein. Ich habe sie aufbekommen. Oh mein Gott. Der Kampf ist zu Ende. Leute, die war so schwer aufzukriegen. Ich swatche euch die Schimmertöne. Sind normale metallische Shades, also nicht irgendwie extra glitzerig oder so. Ich swatche euch auch die matten Töne. Im Swatch sieht man auch in den Brauntönen jeden Fall mehr Unterschied. Sind gut pigmentiert, wirkt erstmal sehr solide. Ich finde die Brauntöne auf jeden Fall hübsch. Und eigentlich auch eine süße Palette, aber warum ist sie so schwer aufzumachen? Okay, unfassbar. Dr. Lip Original Nipple Balm for Dry Skin, Luscious Lips and Glossy Bits. Ich weiß nicht, ob das der Nipple Balm ist, von dem Julia Adams mal redet. Ich wollte schon öfter einen kaufen. Das ist im Prinzip Multi-Use Skincare. Einfach nur ein sehr, sehr reichhaltiger Balm. Und es hat aber so eine gute Verpackung wie von einem Lippenprodukt. Da sind 8 Milliliter drin. Es sieht winzig aus, crazy. Aber es ist geschmacks- und geruchsfrei, was ich mega gut finde. Ja, es ist 100% Lanolin. Lanolin ist nicht vegan. Lanolin ist das Fett im Prinzip von Schafswolle. Aber ich habe öfter schon Lanolin auf meinen Lippen benutzt und es funktioniert sehr, sehr gut. Sowas kann man auch auf den Eczem zum Beispiel verwenden. Deswegen freue ich mich drüber. Werde ich verwenden. Hier ist eine 15% Discount-Karte für Rituals drin. Dann Bondi Sands Pure Self-Tanning Sleep Mask All Skin Tones mit Hyaluronsäure und Vitamin C aus Australien. Ich gehe mal davon aus, dass das gleiche Konzept ist. Man macht es abends drauf und ist dann am nächsten Tag getannt. Das finde ich tatsächlich wieder praktischer, weil ich ja jeden Tag Sunscreen trage. Deswegen ist mein Gesicht heller als mein Körper. Und wenn das funktioniert, fände ich das sogar ganz spannend. Werde ich testen. Mal sehen. Als nächstes. Ah, deswegen war dann 15% drin. The Rituals of Sakura. Celebrate each day as a new beginning. Magic Touch Body Cream. Ich habe zu meinem 20. Geburtstag von Rituals diese blaue Serie geschenkt bekommen. Ich glaube, das war eine Sommer-LE. Und ich habe die Produkte tatsächlich sehr gerne verwendet. Das war das erste Mal, dass Produkte mit Geruch mir richtig gut gefielen. Der Geruch gibt mir jetzt so ein bisschen alte Frau. Ist nicht 100% meins, aber generell finde ich die Rituals-Produkte ganz gut. Dementsprechend werde ich das auch verwenden und freue mich darüber. Rituals ist eine gute Firma von dem, was ich bisher getestet habe. Aber das war die Box. Das ist also in dieser Box-Collection, die man gerade dort kaufen kann. Ich finde, da sind teilweise richtig, richtig coole Produkte drin. Ne? Ich würde auch sagen, das Geld hat sich gelohnt. Da sind genug Produkte drin, die mich wirklich interessieren und die ich auch wirklich benutzen kann. Und allein dafür und auch für dieses Gefühl von, oh mein Gott, es ist Weihnachten, hat sich das aus meiner Sicht gelohnt. Falls ihr Interesse nun habt, einige dieser Produkte zu gewinnen, ich werde euch eine Box zusammenstellen. Vielleicht lege ich da auch noch irgendwas anderes rein. Wir werden mal sehen. Und eine Person von euch kann eine Box gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, dieses Video liken, einen Kommentar schreiben mit eurem Instagram-Namen, wenn ihr einen habt. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr es auch weglassen. Die Sache ist bloß die, wenn man auf YouTube-Kommentare antwortet, dann sieht man das nicht immer. Also man sieht nicht immer, wenn ich da antworte. Ich schreibe euch auch mal hier in den Screen rein, wann die Verlosung endet. Das heißt, ihr könnt auch gerne nach dieser Zeit einfach mal in den Kommentaren schauen, ob ich auf euer Kommentar reagiert habe. Ihr müsst also nur einen Daumen hoch geben und einen Kommentar schreiben. Kommentar kann auch ganz simpel sein. Nachdem ich einen Gewinner ausgelost habe, schreibe ich euch an. Das ist das erste Mal, dass ich eine Verlosung mache in Jahren. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mit 12 angemacht. Aber ich würde mich richtig freuen, euch was zurückzugeben. Deswegen macht richtig gerne mit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euer Tee oder Kaffee ist auch leer. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye!